Löcher in der Wand. Hustaub im ganzen Keller. Marode Türrahmen. Seit 4 Jahren kämpfen Mieter im Frankfurter Gallusviertel für bessere Wohnungen und gegen Mieterhöhung der Vonovia. Denn statt die teils schimmligen, maroden Wohnungen zu renovieren, hat die Wohnungsbaugesellschaft zunächst nur außenenergetisch saniert und baut jetzt neue Dachwohnungen. Bis heute leben die Mieter mit unfertigen Arbeiten und immer neuen Baustellen. Für einen normalen Menschen ist das sehr zermürbend. Man muss ein dickes Fell haben, um das hier auszuhalten. Die verlangen ja 105 Euro mehr, dass sie Fassade und Fenster gewechselt haben. Michael Martis wohnt hier seit 35 Jahren und hat deshalb noch eine günstige Miete. Auch von ihm will die Vonovia aber mehr Geld wegen der Sanierung. Dagegen wehrt er sich mit einer Anwältin und anderen Mietern. Etwa bei der lang ersehnten Diskussionsveranstaltung mit Vonovia und Lokalpolitik gestern Abend. Es ging hoch her. Die Vonovia handelt immer noch mit falschen Nebenkostenabrechnungen, mit erhöhten Modernisierungskosten, die wir einfach überzogen finden. Und wir fühlen uns einfach noch in den Stich gelassen. Ich fand es gut, dass viele Mieter da waren, eine rege Diskussion gab und die Vonovia nur in Verteidigungsposition war, aber sie konnte nichts entgegenstellen. Sie musste schlucken. Es war, glaube ich, wichtig, dass wir dieses Treffen heute gemacht haben. Wir hatten damals am 7. März einen Ortstermin in der Wallauer Straße. Dort haben wir gesehen, wie verwahrlost viele Wohnungen sind. Am selben Tag hat die Vonovia gesagt, dass sie 1 Milliarde Gewinn macht. Gestern Abend wollte sich die Vonovia nicht mehr äußern. Heute sagt sie zur Baustellen-Odyssee: Wir machen Fehler. Und das ist sehr bedauerlich und manchmal kommen Fehler auf Fehler und dann entsteht so eine Stimmung, wie sie jetzt in der Knorrstraße zum Beispiel ist. Aber wir möchten daran arbeiten, das zu lösen. Deswegen sind wir auch in den Dialog gegangen, jetzt auch mit der Stadt und mit den Vertretern, auch mit den Anwälten der Mieter, die sich zum Teil auch mit Rechtshilfe an uns wenden. Und wir möchten das lösen, so dass bald wieder normales Wohnen dort möglich ist. Das Versprechen, bessere Kommunikation und ein finanzielles Entgegenkommen für die Mieter, die wenig Geld haben. Der Mieterschutzbund sieht das Verhalten der Wohnungsbaugesellschaft grundsätzlich kritisch. Wir sehen bei der Vonovia, dass es der Vonovia hauptsächlich darum geht, hohe Rendite zu erzielen. Wie macht man das, indem man die Mieten erhöht? Wie geht das am besten? Durch Modernisierungsmieterhöhungen, weil dadurch am unkompliziertesten die Miete in die Höhe gebracht werden kann. Ob hier nach Jahren wirklich Ruhe einkehrt und auch Mieter mit kleinem Einkommen wohnen können, Michael Martis ist skeptisch.